Frau Bürgermeisterin, ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte heute Abend einige Grüße aussprechen. Thierry Nicolas, der die Region Grand Est vertritt, Katrin Rapp für die Collectivité Européenne d'Alsace, dann der beigeordnete Bürgermeister mit dem Referat Städteplanung, Jean-Philippe Bouillet, Sie haben ihn schon angehört heute Abend, Rémi Neumann natürlich auch, der Fabien Jourdan heute Abend vertritt und Herr Denu, den wir gerade gehört haben. Also ich bin immer sehr froh, hierher zu kommen jedes Jahr und möchte Ihnen ein großes Lob aussprechen für alles, was Sie tun. Ich möchte auch natürlich unsere Referenten von heute Abend begrüßen. Sehr geehrter Herr Roger Bolzhäuser, lieber Martin Rauch, vielen Dank, dass Sie hier in Mulhouse sind. Meine Damen und Herren, der Satz, den ich jetzt einführend zur Einführung sagen möchte, ist vielleicht nicht der am flottesten ist, aber ich muss doch ehrlich mit Ihnen sein. Wir haben als Motto Architektur und Ressourcen dieses Jahr. Das ist leider auch mitten im Zeitgeist und der Aktualität. Deswegen möchte ich jetzt etwas provokant sein. Jean-Philippe hat es vorhin auch schon angesprochen. Das Problem, das uns betrifft, direkt alle unmittelbar, das wird natürlich auch immer schlimmer werden. Und zwar relativ schnell. Es kommt alles sehr rasch auf uns zu. Aber Sie haben meine Bewunderung, denn man braucht Mut, um da die Ärmel hochzukrempeln und was zu tun. Der Mensch hat diese Begabung, sich etwas vorzumachen. Manchmal versucht man auch, Dinge einfach zu verdrängen, auch wenn man Warnzeichen sieht. Und die Warnzeichen, die gibt es, die stehen überall auf Rot. Aber offenbar warten wir alle, bis wir tatsächlich am Abgrund stehen, bis wir die Gefahr wirklich wahrnehmen. Ich denke, wir hängen jetzt eigentlich schon über dem Abgrund. Und es ist nicht sehr heiter, was ich gerade sage. Aber ich denke, die Nachhaltigkeit unseres Wachstums muss jetzt wirklich den Kern aller Diskurse bilden und aller Themen. Es gibt wirklich eine Energienüchternheit, die uns jetzt beschäftigen muss. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich ein so trauriges Thema auch mich damit befasse. Denn normalerweise werden die Oktobertage in Mulhouse mit heiteren Themen vielleicht eröffnet. Aber das war mir wichtig, das auch bei dieser Eröffnung anzusprechen. Natürlich ist das alles angstbehaftet. Es gibt viele Leute, die sagen, dass sie jetzt alles wissen, dass sie die Lösungen kennen. Also das gehört auch dazu. Und diese Lösungsbieter, die sind oft sehr laut, aber sie sind nicht immer diejenigen, die es wirklich wissen. Und ich bin froh, dass wir heute Abend in einer Runde sind, wo es wirklich Professionelle sind, die auch etwas tun und in intelligenter Runde. Ich möchte mich nicht weiter hier jetzt auch auslassen, aber es ist wichtig, dass unsere Referenten auch zum Wort kommen. Ich war vor kurzem in Paris und war da bei der Agentur für Energieerneuerung. Und da gibt es einen Experten vom GIEC, das ist eine Institution, der uns demonstriert hat, dass alles ganz schrecklich ist. Und als wir da rauskamen, haben wir gesagt, oh Gott, was wird aus uns? Was sollen wir tun? Und das habe ich gestern Abend schon gesagt. Wir, die Politiker, auch Lokalpolitiker, sind oft Whistleblower. Und das ist auch vielleicht unsere Aufgabe. Aber man muss doch vielleicht ein bisschen vernünftig bleiben. Es gibt viele, die hier im Raum auch sind, die uns beweisen, dass wir weiter vorangehen, dass wir weiter auch bauen, auch wenn wir anders bauen müssen in Zukunft. Und es stimmt, dass Mulhouse
Also Mulhouse ist eine dieser Städte, die schon lange das auf dem Radar haben. Alle Projekte, die bei uns durchgewinkt werden, sind Projekte, die lange gereift sind mit vielen Überlegungen und wir sind uns dessen voll bewusst. Vielleicht noch etwas jetzt in Richtung unserer Referenten auf Deutsch. Bei uns seit heute Abend in Mulhouse. Es ist für mich eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sie zu hören ein bisschen, denn ich muss nur etwas anderes tun heute Abend. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind und ich glaube, wir freuen uns alle. Ich werde Sie lesen, denn ich habe nicht viel Zeit, um alles zu hören heute Abend. Also vielen herzlichen Dank. Mulhouse ist immer froh, wenn wir Gäste aus dem Ausland haben, wenn wir Experten aus dem Ausland haben. Also wir sind froh, wir haben ja einen Herr aus der Schweiz und aus Österreich. Also das sind unsere Nachbarn, die uns viel zu sagen haben, aber auch viel zu lernen für uns heute Abend. Vielen Dank. Ein petit mot de salutation à monsieur. Jetzt noch ein Grußwort an Herrn Denu. Ich muss es doch noch mal sagen, wenn die Leute sich so einbringen wie er, das muss gelobt werden. Auch Jean-Marc Lesage, den wir hier sehr gut kennen auf lokaler Ebene, der jetzt nicht dabei sein kann, aber das werde ich ihm auch noch überbringen. Ich werde Sie jetzt, ich glaube, es gibt noch andere Ansprachen nach mir, kurz, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man vor allem von den Referenten profitiert und ihrer Erfahrung. Jedenfalls wünsche ich Ihnen alle viel Spaß und eine gute Konferenz. Diese Konferenzen sind für alle sehr lehrreich. Sie sind es auch für uns, für mich. Leider, wenn ich nicht bis zum Schluss bleiben kann. Aber ich werde das natürlich nachholen und werde das im Nachhinein lesen. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Remy Neumann hat jetzt das Wort. Ja, genau. Und danke auch. Er hat mich vorgelassen. Ja, vielen Dank, Michelle. Ich werde mich nicht lange auslassen. Es gab ja schon viele Grußworte, die jetzt gesagt wurden. Ich werde das nicht wiederholen. Ich wollte nur sagen, dass das Programm in Mulhouse in den letzten Jahren einen Fahrt aufgenommen hat. Auch danke unserer freiwilligen Mitarbeiter, Jérémy Biop, Lucien Aminec, Sarah Favre, Jean-Baptiste Quentin und Jean-Marc Lesage. Und es gibt natürlich auch viele Architekten aus Mulhouse, die sich an diesem Abenteuer beteiligen. Herr Da Silva, Herr Lindé, Herr de la Masure und auch Paul Béranger, die man nie vergessen darf, weil sie ist diejenige, die alles koordiniert. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich Fabien Jourdan entschuldigen muss, der leider aus Gesundheitsgründen heute nicht dabei sein kann und möchte jetzt anknüpfen an zwei, drei Anmerkungen von Jean-Philippe Bouillet und Herr Denu. Da richte ich mich jetzt aber eher ans Publikum heute Abend, eher an die Referenten. Wir werden ein oder zwei Jahre durchleben, die nächsten zwei Jahre, die sehr schwierig werden für alle. Die Preise steigen an, auch die Gebietskörperschaften, die haben wirklich finanzielle Engpässe wie noch nie. Sie können das auch der Presse entnehmen. Aber wenn wir jetzt die Wirtschaftspläne 2023 erstellen werden, die Haushaltslage, da wird man das sehen. Also gerade die Preise für Gas und Strom. Hier in der Agglomeration in den 39 Kommunen haben wir 24 Millionen mehr zu zahlen auf der Grundlage der aktuellen Preise. Für manche Kommunen sind das 100% der Autofinanzierung, bei anderen 25-30%. Das heißt, die Etats 2023 werden sehr schwierig werden, also sehr knapp sein. Und leider werden dann natürlich die Investitionen drunter leiden. Wir sind gerade dabei, in der Agglomeration darüber nachzudenken, wie wir das tun sollen. Denn natürlich kann man nicht alles einfach stoppen. Es gibt Projekte, die schon am Laufen sind, die schon gestartet sind, wo natürlich auch Preis auf Schlag
an der Tagesordnung ist. Wir mussten das natürlich auch einhalten, die Preissteigerungen da umschlagen. Aber alles, was wir an Mehrkosten hier haben, das fehlt uns dann am anderen Ende, um neue Projekte in die Wege zu leiten, wie sie vorgesehen waren fürs nächste Jahr. Also wir müssen hier mit Ihnen zusammenarbeiten, mit Ihnen vom Hoch- und Tiefbau, mit den Architekten, um Lösungen zu finden, um diese schwierige Zeit, diese Turbulenzen zu durchleben. Aber es ist häufig, wenn es eine Krisenzeit ist, dass man Dinge in Frage stellt. Und für die Einwohner ist die Energiewende, die Nüchternheit, das ist etwas weit weg. Aber die Regierung spricht ja auch von Maßnahmen, die ergriffen werden sollen auf jeder Ebene, um Strom und Energie einzusparen. Aber das reicht natürlich auch nicht. Jeder muss Energieverbrauch herunterschrauben. Und vielleicht ist die Krise dafür gut, weil die CO2-Bilanz so ausgefallen ist, dass man sowieso erneuerbare Energien fördern muss. Und diese Krise zwingt uns auf lokaler Ebene als Politiker dazu, auch in die Nüchternheit von neuen Gebäuden darüber zu überlegen. Also da wird es wahrscheinlich ganz anders jetzt gebaut werden in den Gemeinden und Kommunen. Und da brauchen wir Sie jetzt, um neue Lösungen zu finden, neue Werkstoffe, neue Ideen. Heute Abend die Konferenz geht über Lehmbau. Aber wir brauchen auf jeden Fall Ihr Know-how, um uns da zu begleiten. Denn es wird schwierig sein, Geld aufzutreiben. Und ich hoffe, dass diese Krise es uns erlauben wird, etwas schneller zu sein für die Energiewende. Und der Erde wird es gut tun, wenn wir weniger Treibhausgase produzieren. Und vielleicht wird die Krise ja dafür gut sein. Jedenfalls, wir sind da für Sie. Wir werden das gemeinsam angehen. Natürlich ist Ihr Ziel, so viele Projekte wie möglich 2023 und 2024 durchzuführen. Aber es ist klar, dass wir bei der Krise und mit der Inflation dann natürlich auch vor Schwierigkeiten stehen. Wir müssten theoretisch Steuern erhöhen, um einige Projekte und öffentliche Dienste zu finanzieren. Das können aber nicht alle Kommunen. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Das sind Diskussionen. Aber ohne Geld geht halt nichts. Deswegen sage ich jetzt ganz offen, helfen Sie uns dabei, Lösungen zu finden, um diese schwierige Hürde zu überwinden. Vielen Dank. Also, bonsoir. Mit Arbeiten beginnen, die eigentlich im Zusammenhang mit der Lehre entstanden sind. Mit der Lehre, das heißt TU München, EPFL Lausanne und ETH Zürich, wo ich jetzt quasi hintereinander unterrichte, habe. Und ETH bin ich immer noch und werde da wahrscheinlich auch bleiben. Ich werde da Arbeiten, die in diesem Rahmen entstanden sind, im Rahmen der Lehre zeigen. Und dann werde ich einige, zwei, drei Arbeiten zeigen aus dem Büro, die eigentlich dann immer wieder auch sehr nahe an der Lehre sind und die Themen natürlich aufnehmen. Ich werde heute nicht über das Haus Rauch sprechen, das macht vielleicht Martin, ich weiß nicht, ob es du weglässt. Ich habe es heute nicht drin. Okay, ich starte mit dem Ofenturm vom Ziegeleimuseum in Cham. Das ist eben das genannte Projekt, das mit der ETH Zürich und der TU München entstanden ist. Aber es basiert auch auf den Erkenntnissen, die wir gemacht haben an der EPFL Lausanne, wo ich 2016 unterrichtet habe. Also ich werde das kurz erörtern. Wir werden hier, sehen wir schon, wie die Münchner Studenten für das Ziegeleimuseum in Cham, das ist die älteste quasi Ziegelei der Schweiz, die noch existiert, die heute ein Museum ist, die haben uns angefragt, quasi ein Lehmgebäude zu machen, einen Lehmturm, der eine Plattform sein sollte, um das ganze Areal zu erklären und vielleicht auch noch Nutzungen möglich wären da drin. Ich werde das nachher zeigen. Und das sind die Entwürfe der Studenten, wie man bei diesem Museum allenfalls einen Turm aus Lehm machen könnte. Wieso arbeiten wir heute mit Lehm? Wir haben heute schon einiges gehört. Ich glaube, das ist die Situation. Das ist die Schweiz.
wie sie sich in den letzten Jahren klimatisch entwickelt hat. Ihr seht, die letzten Jahre sind immer röter geworden und ist klar, wir haben ein Problem mit dem CO2 und mit der Überhitzung. Und wir müssen schauen, wie wir diese roten Flecken da vielleicht wieder Richtung Blau kriegen. Wenn man vielleicht mal dieses Schema anschaut, dann haben wir ja sicher in den letzten Jahrzehnten einiges gemacht. Wir dämmen unsere Häuser besser, unsere quasi Energiegewinnung respektive Energiesysteme, Heizungen und so weiter sind besser geworden. Wir haben PV-Anlagen und das heißt, wir haben doch, wenn man das rechts anschaut, einiges gemacht, um quasi den Betrieb eines Gebäudes, das Heizen und so weiter, dass wir diese Energie runtergebracht haben. Und ihr seht, wir haben da irgendwie in den 60ern bei 100% und jetzt gehen wir gegen 30-20%. Und es wird in diesem Bereich, im Bereich des Betriebes eines Gebäudes, wird es auch immer schwieriger, noch optimierter zu agieren. Da spricht man im Prozentbereich und wir haben ja klimatisch gewaltige Probleme zu stemmen. Was man bis jetzt vielleicht ein bisschen weniger beachtet hat, ist die reine Erstellungsenergie. Und das ist das linke Diagramm. Wenn man beim Wohnen schaut, macht das, weil man beim Betrieb besser geworden ist. Also es ist der graue Bereich und Mobilität ist die Erreichbarkeit eines Gebäudes. Also dieser ganze schwarze Bereich hatten wir bis jetzt ein bisschen weniger unter dem Radar. Und die Erstellung bei einem Wohnbau, das sind Zahlen von der SIA 2040, das ist der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband, der diese Werte erstellt hat. Da sind wir bei 56% und wir denken, dass da sicher ein großes Thema ist für die Zukunft, dass man sich eben um die Erstellung bemüht oder Erstellungsenergie oder sich natürlich auch überlegt, baut man überhaupt neu, ist ganz klar, wie viele Quadratmeter brauchen wir pro Kopf. Das sind Fragen, die wir uns alle im Moment stellen und wenn wir bauen oder neu bauen oder auch sanieren, dann müssen wir uns überlegen, wie wir vielleicht Materialien einsetzen, die weniger Energie brauchen. Wir unterscheiden grundsätzlich, das ist nochmal so die Struktur, was braucht es, um ein Haus zu erstellen? Also wir besprechen vom Betrieb, von der Erstellung und von der Mobilität. Dieses Diagramm nach SIA gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein. Das sind so die Eckdaten, wo wir quasi gemessen werden, ob wir etwas sanieren oder etwas neu bauen. In der Schweiz gibt es so Bewertungskriterien nach SIA, wo wir Einfluss nehmen können. Auch das werde ich jetzt nicht genauer quasi erörtern, aber es geht wiederum um Erstellung, um Betrieb und quasi um Mobilität. Bei der Erstellung ist ein großes Thema heute auch die Zirkularität, das heißt die Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien, dass wir auch so bauen, dass wir nicht nur CO2-arme Materialien holen, sondern dass wir auch versuchen, diese Materialien recycelbar zu machen. Zirkularität, also auch ein ganz wichtiger Punkt, Bauteiltrennung, Zugänglichkeit, Lebenszyklen beachten, wenn ihr plant. Ich denke, die Architekten wissen das und das wird in Frankreich nicht anders sein, aber die Frage ist eben wie. Ich beginne nun mit diesem Ofenturm in Cham, der quasi ein zirkuläres Haus ist. Es ist in dem Sinne verrückt, dass man ein Lehm baut zirkulär. Ist eigentlich schon ein zirkuläres Material, aber die Elemente sind selbst auch zirkulär gedacht. Das werde ich nachher zeigen. Das ist eben dieses Museum in der Schweiz bei Zug in Cham, wo eine alte Ziegelei ist und ein Museum bereits schon vorhanden ist, wo Leute hingehen und sich über die Geschichte des Ziegels quasi ins Bild setzen. Es hat hier auch eine kleine Lehmgrube, wo früher der Lehm gewonnen wurde und dann gebrannt wurde. Und sie wollten eigentlich zeigen, was man mit dem Ausgangsmaterial machen kann, also mit dem Lehm selbst. Und deshalb die Frage von der Ziegeleimuseum, könnt ihr uns was in Lehm erstellen? Und der Wunsch, dass vielleicht ein Ort entstehen könnte, eine Plattform, ein Punkt, wo die Leute das ganze Areal, das Biotop, die Lehmgrube, die Anlage und die Landschaft wahrnehmen können. Deshalb die Frage nach diesem Lehmturm. Was man sagen muss, diese Aufschüttung, die ihr da seht, und hinten seht ihr schon das Gebäude, das wir dann mit Studenten entwickelt haben, der Lehmturm, der Ofenturm,
Es gibt so eine Aufbordung und diese Aufbordung ist die Aufschüttung vom Autobahnbau. Also die hatten das Material damals von der Autobahn dahin gebracht und so eine Aufschüttung gemacht. Das ist eigentlich unser Baumaterial. Normalerweise wird ja dieses Material quasi weggekarrt, bei uns oft auch nach Deutschland. Und das ist vielleicht, um das zu erklären, und Martin wird das nachher besser machen, die ersten 40, 50 Zentimeter, die sind Humus, das werden wir immer wieder verwenden, ist klar, das wird, da kann man gut drauf pflanzen, das geht nicht weg. Aber diese nächste Schicht, die lehmhaltig ist, oft im Flachland, die wird quasi entsorgt und für diese Entsorgung muss man bezahlen, das kostet Geld. Und das wird manchmal wirklich von uns bis nach Deutschland gebracht. Felix Hilgert, er hat in seiner Masterthesis das mal untersucht und ist wichtig, ist eigentlich so die mittlere Spur, ihr seht diese dicken Pfeile in der Mitte ist das Bauwerk und er hat mal kalkuliert für den Kanton Zürich, dass so viel Baumaterial in Tonnen eingeführt wird, wie lehmhaltiges Material, also Aushub, ausgeführt wird. Das heißt, es ist gleich viel Tonnen Material. Und die Quintessenz ist relativ einfach. Wenn es uns gelingen würde, diesen Kreislauf zu schließen, sprich den Lehm zu nutzen, dann könnten wir unheimlich viel Energie sparen. Wir glauben, dass wir bezüglich konkret Beton 30-50% mit Lehm ersetzen können. Das sind unheimliche Zahlen, wenn das wirklich gelingen sollte. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich mit unseren Studenten, die dann auch geholfen haben, diesen Lehmturm gleich selber zu produzieren. Ich muss sagen, es sind über 100 Studenten gewesen, die mitgeplant und gearbeitet haben, selber auch gestampft haben. Durch das konnten wir auch den Preis des Gebäudes reduzieren. Hier die Studenten, das erste Element, das quasi auf die Baustelle geliefert wird, sind sie ganz stolz. Vorfabrizierte Elemente, quasi zirkulär, im Berg produziert und dann auf die Baustelle gebracht. Und die Idee, ihr seht es hier, das Gebäude, diese Elemente sind das wirklich alle sichtbar, dann auch am Schluss verbaut. Sie werden über eine Holzrahmendecke zusammengespannt und mit Stahlseilen runtergespannt. Und das Ganze, und hinten haben die Studenten noch die Idee gehabt, weil aufgrund der Feuerpolizei im alten Gebäude nicht mehr gebrannt werden darf. Die Feuerpolizei erlaubt das nicht mehr, also sie können keine Schauziegel mehr produzieren oder keine Ziegel mehr machen, effektiv für Lerneffekte. Da haben die Studenten vorgeschlagen, hier doch auch einen Ofen zu integrieren, damit dass man selbst eben das Brennen des Ziegels auch wieder thematisieren kann. Also ist dieser Ofen noch entstanden und diese Treppe auf die Plattform rauf, das ist das, was die Bauerschaft gewünscht hat, plus ein Raum, wo das Museum nochmals Wechselausstellungen machen kann und Geschichten, Ausstellungen zeigen kann. Also in dem Sinne ein zirkulärer Lehmbaum. Hier seht ihr, wie das versetzt wurde, diese Elemente vor Ort. Die sind rund in dem Fall ein Jahr eingelagert gewesen, die Elemente. Das Schwinden hat man vorweggenommen. Die Treppe wurde quasi als Element eingeführt und die Konstruktion wurde mit diesen Seilen vorgespannt. Und wieso haben wir das gemacht? Wir haben versucht, durch die Vorspannung zu erreichen, dass wir weniger Material brauchen. Wir haben versucht, das Gebäude erdbebentauglich zu machen. Und wir haben auch versucht, die Erdbebentauglichkeit zu schaffen. Was aber auch ist, das Gebäude ist ein Versuch in dem Sinne. Es ist das erste Mal so auf 9 Meter, wo wir diese Technik angewendet haben. Das erste Mal bei einem fertigen Gebäude. Und natürlich war die Frage, wie stark schwindet das Material und wird diese Vorspannung je so stark genug sein, eben nicht, dass das Gebäude nicht mehr schwindet, dass die Vorspannung hält, damit eben tatsächlich diese Struktur auch quasi gegen Erdbeben gesichert ist. Und wenn diese Technik funktionieren würde, und sie funktioniert unterdessen, das wissen wir, könnte man mit diesem System eben bis zu 40 Meter hoch bauen. Hätten wir das nicht gemacht, nach Ingenieur, wäre das Gebäude nur halb so hoch geworden mit dieser Mauerstärke. Also das ist ein Versuch, quasi Lehmbau, der an sich ja unarmiert ist und nicht so eine große Traglast nehmen kann, durch Vorspannung eben in eine andere Dimension zu katapultieren. Also ein Versuch, über eine neue Struktur
Idee, mit dem alten Material quasi in die Zukunft zu denken und eben auch Antworten für dichte Strukturen zu liefern, für Strukturen, die wir heute brauchen, in Städten dichte Strukturen. Das ist der Innenraum, das ist quasi Ausstellungsraum. Ihr seht hier den Ofen, der Weg zum Dach. Und das ist quasi die Vorspannseile, gibt es beidseitig. Die wurden dann innen gleich dazu verwendet, um Regale hinzuhängen. Da sind dann Ziegel drin. Hier nochmals die Schnittfigur. Der Ofen selbst wurde gemauert mit Lehmziegeln. In der Mitte dann noch mit Schamottstein, weil der Brandkammer selbst musste nochmals geschützt werden. Das ist nicht zirkular, aber der Rest ist zirkular. Und das Tor selber ist ein Zugstor. Das Ganze geht ja auf Zug. Die ganzen Konstruktionen, also haben wir auch die Idee gehabt, dass das Tor eine Art Zugkonstruktion sein könnte. Hier nochmals ein Detail der Vorspannung, quasi beidseitig, wie das gespannt wurde. Oben hat es Teller, die quasi den Druck immer hochhalten, Teller, die wie Federn funktionieren. Und durch das konnten wir das leichte Schwinden der Konstruktion, man sieht es da oben, vielleicht kann ich das mit dem Pointer zeigen. Mal schauen, dass da. Ja, hier, das ist diese Feder, die hält den Druck eigentlich immer hoch. Und das war dann so der Versuch, das dann eben auch gewährleisten zu können, mit dieser Idee einer zusätzlichen Feder, die das Ganze zusätzlich unter Druck hält. Dann dieses Kamin, das ist quasi mit Adobe-Steinen gemacht und mit Jamot. Nochmals der Grundriss, das Erdgeschoss mit dem Eingang und dem Ofen. Nochmals der Ofen von oben runtergeschaut, unten der Brand wird unter dem Grill quasi gemacht. Und dann hier das Dachgeschoss, wo man aussteigen, die Plattform, wo man aussteigen kann. Und dann das Gebäude von oben einen Rundgang machen kann und dann vielleicht nochmals einen Blick zurück hat auf das ganze Areal. Hier kommt eine Fotoserie von Luca Ferrario, ein junger Fotografen, Künstler, der das ganze Objekt nochmals sehr schön fotografiert hat und man sieht auch die Kraft. Übrigens, ihr seht diese Ecken, die haben mit Truss verstärkt. Das haben wir in Lyon gesehen, weil Frankreich hat ja eine sehr große Lehmtradition, im speziell in der Gegend um Lyon rum. Und diese Details, wie sie hier seht, die haben wir in Lyon gesehen, wie man eben Ecken verstärken kann, damit sie dann weniger quasi sich abnützen. Nochmals das Detail mit der Vorspannung und das Tor, die Torsituation. Hier nochmals diese Teller mit den Vorspannelementen, mit diesen Tellern, die eben diese Vorspannung immer hochhalten. Die Rückseite mit dem Brandofen, wo man einfeuert hinten. Diesen Sommer war der erste Brand dann tatsächlich. Letztes Jahr wurde es fertig erstellt, das Gebäude. Diesen Sommer hat es dann das erste Mal wirklich gebrannt und wir haben die ersten Ziegel gebrannt auch. Das waren zwei wöchentliche Event. Und da nochmals die Seitenfassade, nochmals mit diesen Vorspannelementen und diesen Fugen. Und ihr seht, jedes Element ist quasi wieder demontabel und die Vorspannung ist schön in die Fugen gelegt. Also ein sehr, denke ich, auch starkes Objekt, aber eigentlich ein großer Vorspannversuch. Nun, dieser Vorspannversuch hatte quasi einen Vorläufer und das ist dieses Mockup, das haben wir im Sitterwerk in St. Gallen gemacht, da war auch Martin mit involviert. Martin war an der EPFL auch mit, quasi Dozent kann man sagen, er war bei den Kritiken dabei und er hat diese Idee eigentlich wie mitgeholfen zu entwickeln, zusammen mit Jürg und Z, den Ingenieuren. Und das war eigentlich das erste Mal, wo wir auch die Vorspannung eingesetzt haben. Ihr seht die Kabel dazwischen. In diesem Fall nur quasi als Mockup, als große Scheibe. Auch diese wurde quasi von Studenten erstellt. Hier die Detailzeichnungen, auch die Kabel gehen durch. Oben ein Betonriegel, die das Ganze zusammenspannt und unter Druck setzt. Und hier wiederum die Studenten am Arbeiten, viele von der EPFL Lausanne und von anderswo. Und hier seht ihr das Detail nochmals mit der Vorspannung bei diesem Objekt oder bei diesem Mockup. Und ihr seht, was das Problem, wo wir hatten in St. Gallen, war, dass die Vorspannung wieder abgesackt ist. Und das hat damit zu tun, dass wir die Elemente nicht alle vor Ort, dass wir die eben vor Ort produziert haben und nicht präfabriziert haben und nicht diese Schwindung nicht vorweggenommen haben. Und das hat auch damit zu tun,
dass wir keine Feder eingesetzt hatten und einfach direkt nur vorgespannt haben. Nach einem halben Jahr hat diese Vorspannung dann doch funktioniert, aber das ist etwas lang, beim Beton geht das 3 Tage, so plus minus. Also hatten wir diese Idee mit der Feder und das ist die Kurve, quasi die rote Kurve ist die vom Sitterwerk, also vom letzten Beispiel, wo ich gezeigt habe, und oben diese feine Zickzacklinie, wo ihr seht, es gibt zwar Bewegungen, aber sie ist mehr oder weniger horizontal, das ist der Ofenturm. Und da beweisen wir jetzt unterdessen, dass wir mit dieser Federkonstruktion den Druck hochhalten können und eigentlich eine Struktur entwickelt haben, die wirklich für größere Dimensionen auch funktionieren könnte. Das war eigentlich der Ausschlagspunkt. Der Philipp Bürgi in der EBFL, der eigentlich eine horizontale Deckensystem entwickelt hat, das er quer vorgespannt hat und gesagt, Lehmdecken oder Lehmholzdecken könnten auch Flachdecken sein. Und das fand Jürg und Martin genial. Und wir haben die Struktur dann gedreht und ein vertikales System daraus entwickelt. Die Studenten an der EBFL haben sich vor allem auch mit Hybridbauweisen auseinandergesetzt. Wir denken auch, oder die These in Lausanne war, dass die Zukunft vom Lehm vielleicht auch in intelligenten Hybridsystemen liegen können. So hat man Holz- und Lehm-Mockups entwickelt und immer wieder versucht, die Fuge zu thematisieren und aus dem auch ein architektonisches Thema machen oder eben sogar auch Beton mit Lehm, aber halt ganz wenig und sehr gezielt da, wo es ein Druckbalken ist, da wird er eingesetzt und sonst ist es lehmhaltig. Das hätte dann eben zu diesem Mockup geführt, das dann auch zu einer Publikation geführt hat. In der EBFL ist eine große Ausstellung zum Thema entstanden, wo wir das publiziert haben, was wir mit den Studenten gemacht haben. Aber wir haben auch den Research gezeigt, den wir gemacht haben. Wir waren in Lyon, in der Umgebung. Wir haben über Cointreau gelesen, haben geschaut, wie das die Franzosen schon vor 200 Jahren gemacht haben. Die Tradition ist ja über 2000 Jahre alt in Frankreich. Und Lyon und Frankreich war für uns auch ganz wichtig, weil immer wieder gesagt wurde, dass Lehm kein Material ist für unsere Breitengrade, für unsere Klimazonen. In Lyon sieht man das Gegenteil, 200-jährige Gebäude, die eben dauerhaft sind, die überleben, die man fast nicht kennt. Und deshalb haben wir versucht, das auch in unserer Publikation stärker zu thematisieren. Es gibt auch Gebäude in Genf, in Stampflehm, 200-jährige und auch in der Ostschweiz. Das hat mit dem Textilhandel zu tun. Ich spreche vor allem von Stampflehm. Und hier wurde auch in Stampflehm schon von 300 Jahren realisiert. Das ist ein wunderschöner quasi Schweinestall, so wie ich das in Erinnerung habe, in Frankreich. Man sieht auch in Lyon, also auf dem Land, man sieht, wie sie gemauert haben unten, um das Fundament zu stabilisieren, dann die Ecken befestigt haben, ein großes Dach, so sollte man vermutlich einen guten Lehmbau machen. Man lernt dann da auch sehr viel, wie man vielleicht nachhaltig bauen kann und was für Details wichtig sind oder auch hier nochmals eine Scheune oder ein Wohnhaus, alles in der Umgebung von Lyon, also sehr empfehlenswert, da mal hinzugehen. In dieser Publikation Busy Tradition und Potenzial haben wir diese Objekte gezeigt, auch quasi gezeigt, wo sie stehen, also man kann mit unserem Buch dann das alles ablaufen und selbst besichtigen gehen, inklusive den neuen Beispielen, die vor allem auch in der Schweiz und Österreich stattgefunden haben. So, das ist so ein Teil von der Lehre, jetzt gerade von der ETH, wo ich unterrichte, von Luca Ugolini, der jetzt nur Teile Lehm gemacht hat. Der hat vor allem ein Haus entwickelt aus anderen Häusern. Das ist jetzt wieder dieser zirkulare Gedanke, Recycling-Gedanke, alle ein Haus aus alten Bauteilen. Wir sollten auch in Zukunft so konstruieren wie beim Ofenturm, dass man die Elemente wiederverwenden kann oder sogar woanders wieder aufbauen kann. Oder eben schauen, dass unsere Häuser selbst zu Bauteillager werden. Das ist eine Bauteilbörse inmitten von Zürich mit in etwa 10, 8 Situationen zusammengesammelt. Er hat das dann genau aufgenommen, jedes Element, woher das hat, hat das entwickelt und hat aus dem eigentlich ein wunderschönes Haus entworfen. Natürlich verlieren manchmal die Architekten etwas die Kontrolle, wenn wir zirkulär denken. Das ist vielleicht auch ein anderes Arbeiten. Man arbeitet mit dem, was man findet. Aber natürlich die CO2-Bilanz ist wunderbar. Und es entsteht auch so eine Art
eigenen Ausdruck. Das Haus selbst ist quasi ein Lager. Und ist an der ETH, an dem Diplom, ist sehr gut angekommen. Er hat da mit Auszeichnung, hat der Luca abgeschlossen. Hier ein paar Konstruktionszeichnungen, wie er diese recycelten Elemente, Materialien, Träger wieder verwendet hat. Eine andere Geschichte ist, Lehm ist oft auch gut im Sinne von passiven Strategien. Also wenn wir an Betrieb denken, mit Lehm kann man Luft vorkühlen und so weiter. Oder speichert Wärme oder auch Kälte. Und das hat sich die Charlotte Glückel zum Thema gemacht in einem Gebäude in Zürich. Sie hat die eine Seite verglast und erhitzt und die andere Seite hat einen großen Lehmturm, wo ein Wasserspeicher ist und es entsteht eine Zirkulation durch das Haus durch und durch das eine quasi passive, natürliche Belüftung des Hauses. Also einmal quasi ein Solar Chimney und auf der anderen Seite Masse. Und das sind dann so intelligente oder ein Ansatz von intelligenten Betriebssystemen, wo man eigentlich über die Struktur auch beginnt, sie zu thematisieren, dass man eben Energie spart. So ein Beispiel vielleicht da, ich werde jetzt nachher noch andere zeigen. Andere Studenten haben Säulen entwickelt und zwar sinnbildlich aus, die Schalungen sind alte Ölfässer, also haben die Schalung von alten Ölfässern, Öl ist ja quasi das Negativbild, aber in dem Sinne als Schalung verwendet ein positives. Aus dem haben sie dann gleich Tonnengewölbe entwickelt und dann mit Lehm wieder drüber gestampft und haben eigentlich eine Struktur entwickelt aus recycelten Ölfässern im Zusammenhang mit Lehm, wiederum hybrid gedacht, partiell mit Holzträgern ersetzt und solche Räume entworfen. Auch wiederum eine Arbeit, die natürlich extrem gut ankam, diese Lehmsäulen mit dem quasi alten Ölfässern in Holz-Hybrid-Bauweise gedacht. Und da kommt man auch wieder zum Thema, dass wir glauben, dass intelligente Hybridsysteme und hier ist quasi neu und alt, Recyclingbauteile und Lehm und auch neue Holzbauteile kombiniert und führen eigentlich zu einer ganz schönen und anderen Sprache auch, denken wir. Also wir finden, es geht heute auch um Sprachfindung. Das heißt, wir müssen uns überlegen, und das ist eigentlich als Architekten, Architektinnen eigentlich extrem spannende Zeit. Ich sage, die Klimathematik offeriert uns eigentlich auch nochmals die Chance, darüber nachzudenken, was ist überhaupt ein Haus oder was ist Architektur und wie kann ich das übersetzen. Und das ist extrem spannend und super inspirierend, da wir wieder auf Feld 1 sind eigentlich. Und über diese Materialien kommt man zu ganz anderen Ansätzen und das finde ich ein wunderschönes Beispiel dazu. Ja, noch, da ist eine Studentengruppe, die hat so eine alte Lehmwickeltechnik gefunden, also Holz, die dann mit Lehm, Stäbe, die mit Lehm umwickelt werden, die sie dann mit einer Holzstruktur kombiniert haben und haben solche Räume kreiert. Ich wusste selbst nicht, dass das gibt, das haben die Studenten selber recherchiert, aber unheimlich starke Räume, die dann auch übrigens auch akustisch sehr gut sind. Sie haben sich vorgestellt, so einen Gewerbebau quasi mit Lehmwickeln zu erstellen. Ziemlich inspirierende Arbeit. Und vielleicht noch eine letzte Arbeit, die wiederum diese Vorspannthematik zum Thema genommen hat von Alois. Der hat mit Drucksystemen quasi wieder Holz vorgespannt. Da ist Zumthor mit Hannover natürlich nicht weit weg. Und quasi das Vorspannsystem jetzt wiederum für Holz verwendet und durch das eine Aufstockung gemacht. Und das Gebäude ist ein Drohnen-Hub. Also er will mit Drohnen quasi die Post verteilen in Zürich und macht eigentlich mit einer alten Struktur, mit einer Vorspanntechnik, macht er eigentlich einen Aufbau, wo die Drohnen gelagert werden können und dann die Post verteilen. Eigentlich ein verrückter Entwurf, der mit alt und neu zu ganz anderen Programmen, Themen und auch Antworten kommt. Das ist, denken wir, auch ein sehr schöner hybrider quasi Ansatz von Leon. So, jetzt komme ich zu den eigenen Projekten. Das Case Study Steelhouse, da war, glaube ich, auch Martin noch involviert bei uns, so plus minus. Es geht natürlich, das ist eine Aufgabenstellung, die eigentlich über die Schule ausgeschrieben wurde. Und es ging eigentlich darum, dass die Stahlindustrie eigentlich ein Problem hat, weil sie viel CO2 verwenden. Und sie haben quasi die Fachhochschule in Winterthur gefragt, was können wir machen für die Zukunft, wie können wir Stahl weiterentwickeln,
damit wir den auch sinnvoll in Zukunft einsetzen können. Und man musste dann Thesen einschicken und wir haben gesagt, ja, wie wir es immer sagen, die Zukunft liegt in intelligenten Hybridsystemen und wir fanden es spannend, Lehm und Stahl zu kombinieren und in dem Falle Lehm und recycelte Stahlträger. Es ist ein solches Haus entstanden, ich werde das nachher kurz erörtern, in Rapperswil am Bahnhof, anschließend am Bahnhof eigentlich ein Gebäude für Studenten, Studentenwohnräume und auch Ateliers und unten Laden- und Gewerbezonen. Eine Lehmstruktur, die quasi als Schottenstruktur mit dem inneren Kern, der quasi fast wie ein Fischgrat das ganze Gebäude aufspannt und auch stabilisiert. Hier war Jürg Gonzett, der Ingenieur, stark involviert. Und das Ganze wiederum, und das ist jetzt keine Überraschung für euch, ist natürlich vorgespannt auf 25 Meter, funktioniert mit dem recycelten Stahlträger. Oben drüber wird das Ganze dann quasi stabilisiert und runtergespannt. Das ist der Schnitt. Ihr seht, das ist eigentlich die genau gleiche Idee wie beim Ofenturm, einfach wesentlich höher. Und hier spürt man ein bisschen das Potenzial. Es bringt ja nichts, wenn wir bei einem Geschoss bleiben beim Lehmbau. Wir müssen ja versuchen, auch in den Städten Antworten zu finden. Sonst wird man marginalisiert mit diesen Ansätzen. Und da versuchen wir, etwas dagegen zu halten mit solchen Mockups, wie es der Ofenturm ist, oder mit Projekten, die dann eben städtischer agieren können. Und hier seht ihr die Idee, die Vorspannung wieder mit einem Spalträger recycelt. Unten alte Spundwände, die man beim Aushub benötigt, quasi recycelt zum Deckensystem, wiederum mit Erde gefüllt. Hier quasi diese Vorspannidee, jetzt mal sechsgeschossig mit diesen Recyclingträgern. Und auch hier haben mir die Studenten geholfen, ein Mockup zu machen. Das sind die alten Stahlträger, die natürlich dann eine gute CO2-Bilanz haben, weil die counten dann nur bei 30%. Und dann der Rest in Lehm. Und das als Hybridstruktur gedacht. Also wir verteufeln kein Material, wir denken nur, man sollte sie intelligent einsetzen. Fondation hat auch hier noch Beton, aber es ist halt dann ganz gezielt, wird der Beton in der Struktur eingesetzt. Da ist was abgeschnitten, das ist nochmals, aber da gehe ich am besten eins weiter. Hier nochmals die Idee von vorne gezeigt mit diesem Balkon und der Schließungssituation. Und jetzt komme ich zu diesem Potenzial auch vom Lehm. Die Idee ist es gewesen, oben, und das Gebäude soll realisiert werden übrigens, es ist nicht gestorben, hat quasi diesen Wettbewerb gewonnen und soll wirklich realisiert werden, oben Wasserkollektoren mit Solarkollektoren zu machen, diese dann in großen Wassertanks einzuspeichern und dann diese unterschiedlichen Temperaturniveaus in die Lehmwände mit Heizschlangen einzubringen, damit die Lehmwände, die Struktur auch zu Heizkörpern werden. Also ihr merkt, jetzt ist der Lehm und der Betrieb des Gebäudes, Mobilität macht der Zug nebendran, was ist beim Bahnhof, ist ein System, ein sich bedingendes System. Und wir nutzen die Struktur, um eben Energie zu sparen. Mit diesem System konnten wir die Betriebsenergie um 60% reduzieren. Beim CO2, bei der Erstellung waren wir eh schon gut, weil wir ja Lehm verwendet haben. Und beim Betrieb haben wir gleich die Struktur nochmals verwendet, um auf bessere Zahlen zu kommen. Und das führt natürlich zu Räumen, die, denke ich, sehr spannend sind und auch sehr schön sind. Das ist nochmals diese Idee mit diesem Wassertank, das Einspeichern. Das geht darum, dass man über 3-4 Monate diese Wärme halten kann, da wo es warm ist. Es wird ja auch kalt bei uns in der Schweiz, so wie bei euch auch. Und da muss man die Wärme puffern können und wieder zurückführen können, um dann immer genügend Räume zu haben und möglichst wenig zusätzlich heizen zu müssen. Und das führt zu solchen Geschichten. Und das ist das, was ich vielleicht auch meine mit Sprachfindung. Es ist eigentlich wunderbar, jetzt sich zu überlegen, was eine Sprache sein kann. Und wir sagen immer, wir sind offen und wir versuchen Antworten zu bringen, aber die Antworten sind vielleicht so, wie wir sie uns gar nicht vorstellen im Moment. Also wir sind immer sehr, lassen uns immer sehr gerne von den Studenten auch überraschen. Und hier merkt ihr, wie direkt eigentlich die Arbeit der Studenten und natürlich dann mein Dazutun auch auf meine eigene Arbeit einspielt. Ich versuche schauen, dass ich nicht zu lange mache. Ich bringe jetzt ein drittes Beispiel, das Holzhochhaus in Zwatt, das ist bei Zürich, das ist das höchste Holzhochhaus der Schweiz, das entstehen soll, 75 Meter, ist eine Hybridbauweise,
Unten die ersten drei Geschosse ist ein Betonskelett. Der aussteifende Kern ist auch Beton. Nachher ist eine Holzstruktur übergestülpt und die Sekundärwände sollen in Lehm erstellt werden. Also hier ist klar, wir können noch keine Hochhäuser in Lehm machen, pur. Aber vielleicht sekundär als Wandtrennung und so weiter kann man das immer noch sehr gut einsetzen. Und auch da sekundär über Lehmbauplatten, Lehmsteine, Material und respektive CO2-arme Materialien einsetzen. Die Fassade ist dann komplett mit horizontalen PV-Elementen bestückt, damit wir den Betriebsenergie über diese PV-Elemente runterbringen und quasi einen Selbstdeckungsgrad erreichen. Der Masterplan wurde gemacht von Peter Merkli, das war ursprünglich mein Professor an der ETH. Er hat den Masterplan gemacht und wir haben dann den Wettbewerb gewonnen. Peter macht den einen Tower und wir machen den anderen. Und wir versuchen das, und das ist das System, das wir entwickelt haben, eben möglichst nachhaltig. Wiederum eine Hybridstruktur, wie gesagt, diese Bettenstruktur unten, die den Strukturwechsel macht, damit das Erdgeschoss öffentlicher werden kann. Und dann quasi die Wohnungen, sind rund etwa 150 Wohnungen, die über diese Holzstruktur quasi gefasst werden, die erstellt werden sollen. Und das ist natürlich ziemlich spannend. Beim Holz ist das Interessante, dass man natürlich CO2 einlagert. Das heißt, wir haben eine positive CO2-Bilanz, rechnerisch gemäß unseren Tools, weil wir eben mehr CO2 einsparen, als wir brauchen in den oberen Geschossen. Das nochmals der Ausdruck mit diesen PV-Elementen. Prouvé hat uns da geholfen, Antworten zu finden. Also wir schauen immer wieder mal gern zu den Franzosen, weil Holz und wir mussten Metallfassade machen, weil der Feuerpolizei das nicht zugelassen hat in Holz in der Schweiz, leider. Das ist nochmal der Strukturwechsel mit diesem Tisch und dann diese quasi Details. Es gibt Holzunterzüge, aber dann wiederum ein Überbeton, auch damit wir genug Masse haben. Wir haben Holzstützen, die als Stabbuche gemacht werden. Das sind also keine verleimten Platten, sondern einzelne Stäbe, die dann viel weniger Leim haben, 5-mal weniger Leim als konventionelle quasi Konstruktionen. Und da seht ihr die Vergleiche. Wir haben verglichen gegenüber einer Betonstruktur in Holz, in der Primärstruktur 30% Einsparung, aber nochmals fast so viel, nicht ganz, durch das wir eben beim Holz CO2 einsparen. Es geht ja davon aus, dass wir in 50 Jahren die Probleme hoffentlich im Griff haben. Und in dem Sinne ist es gut, wenn man jetzt auch CO2 einsparen kann. Also das ist der Vorteil von Holzbau. Und die PV-Anlage haben wir nicht vertikal gemacht, sondern horizontal. Und das hat uns die Flächen verdoppelt und den Ertrag natürlich auch. Wir sind bei 50% Deckungsgrad im Betrieb über diese vertikale respektive horizontale PV-Anlage. Das ist die Schnittfigur. Das ist ein Holzpavillon unten von Sascha Brodsky, ein russischer Künstler, der da mitarbeitet und auch zwei kleinere Gebäude entwickelt. Und das ist dann so der Ausdruck von diesen Räumen mit dieser Holzstruktur und den Elementen bei den Wänden, die dann eben in Lehm erstellt werden sollen. Ich gebe ein bisschen Gas, Erdgeschosssituation, wo wir zurückziehen, deshalb der Strukturwechsel mit Cafeteria und Eingangssituation, dann die Ateliers und mit Arbeitsplätzen, die Holzstruktur und auch ein kleiner Blick zur Fassade, der dann eben die PV-Elemente, die auch dazu beitragen, die wirken wie Prisolet, das heißt, wir haben etwas gegen die Überhitzung gemacht und die Grundrisse sind über diese Stützrassen extrem flexibel. Wir können bis zu 15 unterschiedliche Wohnungen anbieten und wir könnten noch viel mehr. Das ist nicht so schwer auf so einem System. Und wir haben jetzt etwa 12 verschiedene Wohnungen, die entstehen. Und das ist so der Ausdruck. Und ihr seht, die Wände sind natürlich Lehm. Und so sekundär auch nochmals als Hybrid gedacht. Man kann sagen, Lehm bescheiden eingesetzt, aber es sind einige Tonnen. Und zur Feuchtigkeitsregulierung der Räume trägt das wesentlich dazu bei. Und wir sind in großen Dimensionen, muss man jetzt sagen. Das ist ein stadtnahes Haus. Ich komme zum letzten Projekt und gebe quasi Mühe, dass es nicht so lange geht. Das Schwimm- und Sportzentrum
beide Projekte, die wir jetzt, die letzten drei, sind alles Wettbewerbe gewesen, die wir gewonnen haben. Wir hätten vor 5 Jahren mit solchen Konzepten nicht gewonnen. Das ist klar. Heute sind die Leute parat und bewerten das auch positiv. Und dieses Sportzentrum in Zürich soll scheinbar, das weiß ich nicht mal so genau, das größte von Europa werden. Und wiederum haben wir uns die Aufgabe gestellt, quasi autark zu sein, tiefe Erstellungsenergie. Schaffen wir das innerstädtisch bei einer großen Struktur wirklich CO2 massiv einzusparen? Und wir haben das versucht. Das ist die Situation. Das ist da, das weiße Gebäude ist in der Mitte, ist von uns mit diversen Fußballplätzen. So soll es ausschauen. Jetzt quasi, wenn es sich in der Dämmerstimmung. Ihr seht, wir haben wiederum große Lehmsäulen ums Haus herum gebaut und dann große PV-Anlagen, die quasi, wo Strom produziert wird hier. Die eine oder andere Skizze von mir. Und ihr seht, was wir gemacht haben. Wiederum ist die Speicherung der Energie ein großes Thema. Wiederum haben wir Wassertanks eingesetzt, die zugleich mit PV-Elementen quasi überdeckt werden und horizontal quasi dazu beitragen, dass Energie gewonnen wird. Wir haben ein System entwickelt und da war die Bauerschaft schon sehr clever, weil sie hat eine Doppel-Eishalle kombiniert mit einem Hallenbad und Freibad. Und die Doppel-Eishalle braucht Strom zur Eiserzeugung und die Abwärme kann gebraucht werden, um das quasi das Hallenbad, zu, das Wasser zu wärmen. Und der Strom produzieren wir auf dem Dach und die Eishallen nehmen das, geben die Abwärme zurück. Das Problem war nur, dass die Spitzen bei der Wärmeerzeugung zu groß waren und wir die Energie verloren hätten. Also haben wir vorgeschlagen, wiederum Wassertanks zu machen, einzuspeichern, Phasen verschoben, diese Energie wieder zurückzuspielen. Und siehe da, das Haus ist rechnerisch komplett autark. Also wir sind nicht mehr, aber keine Heizsysteme mehr drin, wir sind nicht irgendwo an der Fernwärme dran. Komplett autarkes Gebäude und ist eigentlich eine verrückte Geschichte im Sinne, ein großes Sportzentrum. Das hätte man wahrscheinlich vor 20 Jahren sich so nicht vorstellen können. Es führt auch zu einem speziellen Ausdruck, mit dem kann man natürlich auch Tour machen. Wir haben Lehmwände eingesetzt, Lehmtürme. Die Struktur vorgespannt, in diesem Sinne jetzt in Holz, das kann man nicht mit Lehm, logischerweise sind riesige Vorspannungen, vorgespannte Holzträger, die eigentlich aus dem Brückenbau kommt, gibt es im Moment nicht im Hochbau solche Spannweiten in Holz, die dann eben diese Schwimmhallen überspannen. Hier nochmals die Struktur, quasi völlig ausgedünnt, nur das Wesentliche gebaut in Holz oder in Massivbauweise, respektive in Lehm. Und der Rest sekundär flexibel aufgefüllt. Und das ist der Grundriss. Die Eishalle, das große Schwimmbecken, 50 Meter Sprungturm, Lernschwimmbecken, Fun-Bereich, Restaurant, Garderoben und Fitnessbereich. Also alles, was so ein Sportcenter braucht. Die Eingangshalle. Und hier ein Bild von diesen Schwimmhallen mit diesen enormen Dimensionen. Nochmals die Schwimmhalle und die Speichersituation vom Schnitt. Der Sprungturmbereich, wo die Deckensysteme nochmals höher sind. Der Blick vom Fun-Bereich nach außen, wo wir Lehmwände haben, der Lehmturm, wo der Wasserspeicher drin ist, so Bereiche, wo man dann auch rausgehen kann. Nochmals die Obergeschosse, wo dann eben auch Saunabereiche sind, Hammerbereiche und da kommt jetzt das Haus Rauch, oder? Vom Martin. Da spürt man, dass wir das Haus Rauch mit Martin gemacht haben, mit diesen wunderschönen Platten und Lehmwänden. Und die Eishalle wiederum mit Holzdecken und eben diese Eisproduktion. Hier diese gestapelte Eishalle im Schnitt. Und ja, vielleicht eines der letzten Bilder, der Ausdruck ist speziell. Manchmal kommt mir dabei auch das Centre Pompidou in den Sinn. Rogers hat ja mit seinen Elementen, die er quasi vorgestellt hat und damit geschaut hat, dass er flexible Grundrisse hat, obwohl er sehr viel Energie in der Struktur verbracht hat, aber er hat nicht alles falsch gemacht. Und ein bisschen erinnert es mich auch an solche Themen, wo eben Elemente ausgelagert werden, dann auch bewirtschaftet werden können oder ersetzt werden können. Und das gibt natürlich quasi nachhaltig thematisiert oder materialisiert, führt das zu ganz speziellen Ausdrücken. Wir haben dann auch das Garderobengebäude noch erstellt. Das ist und auch Renderings. Das basiert auf der alten Fondation, die wurde recycelt oder wird recycelt.
und die wird wiederverwendet, um das neue Gebäude reinzustellen. Also wir versuchen auch, möglichst viele alte Bauteile vom alten Hallenbad wiederzuverwenden und in der neuen Struktur einzubauen. Übrigens sehr guter lehmhaltiger Boden, dieses Gebäude quasi komplett in Lehm erstellt. Den Wettbewerb haben wir gewonnen und wir haben ihn gewonnen, weil wir die einzigen waren, die quasi autark waren. Und ich denke, ja, es geht ja darum, dass wir versuchen, Antworten zu finden. Ich denke, es ist auch ein schönes Projekt geworden, natürlich. Aber Antworten zu finden, die so vielleicht auch so ein bisschen positiv sind. Oder? Im Moment kann man ja verzweifeln mit der jetzigen Situation. Und das hoffe ich, dass ich das gemacht habe. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so lange gehabt habe. Martin, 50 Minuten. Ich weiß, ich wäre durch. Merci. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht die Fragen gemeinsam beantworten. Und damit Martin noch den Drive hat, wenn ihr einverstanden seid, machen wir weiter. Ist das okay? Ja, guten Abend. Es geht ja heute um auch Lehmbau, es geht aber auch um Ressourcen. Am Beginn des bei den Vorrednern ist ja sehr viel von Krisen gesprochen worden und was man, also was für Lösungsansätze etc. Und für mich ist der Lösungsansatz einfach, ist der Lösungsansatz eigentlich jetzt mit Lehm zu bauen, und weil mit dem Lehm kann man wirklich Ressourcen sparen und es ist eine, vor allem eine uralte Bauweise. Begonnen habe ich sehr früh, also seit meinem Studium als Keramiker habe ich mit Lehmbau begonnen, und schon damals habe ich die drei Wörter Lehm, Ton, Erde also gesprochen oder gesagt. Das ist meine Diplomarbeit gewesen, und diese drei Wörter haben für mich einen symbolischen Charakter und die auch meine Arbeit eigentlich schon das ganze Leben begleitet. Es ist Lehm das Symbol für die Technik, das Handwerk, die handwerkliche Umsetzung. Ton ist das Symbol für die Schönheit, für die Architektur, die Gestaltung. Und Erde ist das Symbol für die Ökologie, das Nachhaltige, Volksgesundheit, auch das Politische im Lehmbau. Und für mich ist jede Bauaufgabe, muss dieses Verhältnis zwischen handwerkliche Umsetzung oder Technik, Schönheit und die Ökologie in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Es ist für mich zu wenig, es ist wunderschön, aber absolut unökologisch, oder es ist wahnsinnig ökologisch, aber einfach nicht schön. Und von Anfang an war mir die Gestaltung sehr wichtig und auch vor allem auch die Haptik und welche Materialien wir kombinieren. Es ist ganz klar, Hybridbau hat auch die Zukunft. Hybridbau von verschiedenen Materialien. Also, und da ist für mich ganz klar Erde, Holz, Stahl, auch nachwachsende Rohstoffe etc. Und wichtig ist immer auch einfach die Gestaltung. Und das sind meine Leuchtturmprojekte. 1989 habe ich einen Wettbewerb gewonnen für als Künstler. Und mein Vorschlag war eine 180 Meter lange Stampflehmwand, 7 Meter hoch in einem Krankenhaus in Vorarlberg und so in einem Wintergarten. Und ich habe diesen Wettbewerb gewonnen. Und für mich war das eine totale Herausforderung, weil der Kunde hat mit dem Auftrag gedroht, und damals konnte ich nicht, also wusste ich nicht, wie das umsetzen, und deshalb ist dieses Projekt für mich eines der wichtigsten Projekte. Ein anderes Projekt ist das, also Versöhnungskirche in Berlin. Das ist so ein vor Ort erstellter Gebäude aus Stampflehm und auch das erste tragende Stampflehmgebäude in Deutschland seit 90 Jahren im öffentlichen Raum. Gut, nun kommen wir zu den Ressourcen. Und ist es nicht schöner, wenn die Ressourcen einfach
die Häuser wie Pilze aus derselben Erde, auf dem sie stehen, herauswachsen. Und es zeigt auch, dass man schöne große Strukturen machen kann. Auch dieses Bild aus Marokko, eine alte Kasper. Ist dieses Bild, macht das uns Angst oder macht es uns traurig oder zeigt es das Potenzial dieser Erdbauweise? Haben wir das vergessen, dass man damit auch große Häuser bauen kann? Haben wir vergessen, dass Arm und Reich mit Lehm gebaut hat? Oder auf einer Reise in China habe ich gesehen, dass da wunderschöne Strukturen sind. China, da ist die Tradition Stampflehm. Von 2011 bis 2013 hat China mehr Beton verbraucht als die ganze USA in den letzten 100 Jahren. Wir verbrauchen so viele Ressourcen und wenn wir alles so bauen würden, wie wir heute mit Beton, Stahl und allem den Materialien, so wie bis jetzt, dann würde das einfach nicht genügen, die Ressourcen. Wir haben nicht die Energie für dieses Baumaterial. Und es würde drei Welten brauchen, um das zu machen. Es sind die alten Häuser, zeigen Strukturen. Darüber könnte man jetzt noch ganz viel diskutieren. Auch das hat Roger schon gezeigt. Auch in Europa war Lehmbau ein traditionelles Baumaterial. Was ein Lehmhaus braucht, im sprichwörtlichen Sinn, heißt, es braucht einen guten Stiefel und einen guten Hut. Und dann kann das auch langlebig dauern, also stehen, dieses Haus. Oder auch, also in Europa ist der Lehmbau Tradition, hat es. Also in Roger hat das schon gezeigt. Also, und dieses Haus hier, 6 Stock hohes Lehmhaus, 1827 gebaut, heute noch in gutem Zustand. Warum können wir das nicht mehr bauen? Und das war dann auch die Überlegung, also wo ich mein eigenes Haus gebaut habe, wo praktisch, dass man mit dem alten Baustoff modern bauen kann, bauen soll, dass man luxuriöse Häuser damit bauen könnte. Dort habe ich mit Roger zusammengearbeitet. Wir haben einfach versucht, das aus der Skulptur heraus zu arbeiten. Eine gestampfte Hülle, einfach aus dem Boden heraus, so wie das vorhergehende Bild, also aus dem 100% Erde und ein schönes, luxuriöses Haus zu bauen. Von wo kommt Erde? Erde, Lehm, ist nichts anderes als erodiertes Gestein. Also unter unserer Bergwelt, also unter der grünen Haut, ist die Erde. Und auf dieser Erde wächst das Holz. Und diese zwei Materialien sind eigentlich die zukünftigen Baustoffe. Die sind unendlich, die sind, haben genug, da gibt es genug, weil Erosion kann man nicht verhindern. Und wenn man, was das Material ist, das nennt man hier Pechschotter. Pechschotter, das heißt im Volksmund, ist das diese steinige, lehmige Erde, die klebt an der Schaufel wie Pech. Deshalb heißt es Pechschotter. Aber man hat das auch anders übersetzt, dass das Pechschotter heißt, wenn jemand eine Schottergrube ausgräbt und da ist zu viel Lehm drin und es rentiert sich nicht, diesen Schotter auszuwaschen, dann hat der Unternehmer Pech gehabt. Das nennt man Pechschotter. Ich weiß nicht, wie man das richtig ins Französische übersetzt hat. Aber wichtig ist eigentlich der Kreislauf. Wir sprechen immer vom Kreislauf. Und das Aushubmaterial ist die wichtigste Ressource. Roger hat erwähnt, dass die Schweiz gleich viel Aushubmaterial ins Ausland exportiert, wie sie Baumaterial nach in die Schweiz importiert. Also wir transportieren Aushubmaterial, wir transportieren also Baumaterialien und das ist eigentlich sehr umweltschädlich. Und wenn wir das Baumaterial, das ist das Aushub von meinem Haus, wenn man das ist nur durchgesiebt und wenn man das praktisch durchsiebt und das mit Wasser also
mit Wasser, dann kann man das also kneten. Und das, der Lehm, der ist der Kitt, der kittet die Steine zusammen. Und das ist die Baugrube. Die Baugrube ist unsere Rohstoffgrube. Also das ist meine Rohstoffgrube, mit meinem eigenen Aushubmaterial habe ich mehrere Projekte realisiert. Alle 100% Aushubmaterial wurde in anderen Projekten oder im eigenen Haus verarbeitet. So ist dieses Rohstoff. Das ist ein steiniges Flüschgestein, lehmig, durchgesiebt. Und das ist 100% dasselbe Material, nur anders verdichtet. Wir haben das Gebäude dann zurück, also gebaut wie ein altes Haus. Das, vor 300 Jahren hat man ähnlich gebaut. Also es sind tragende Wände, 45 cm, Balkendecke, Lehmboden, Lehmputz innen. Also der einzige Gedanke war immer, alle Materialien, die wir im Haus verwenden, müssen entweder leicht demontierbar sein oder wenn sie zurück in die Erde geht, darf es das Wasser nicht belasten. Das ist ganz wichtig. Das Wasser darf nicht belastet werden. Also theoretisch könnte das Haus in der eigenen Baugrube verschreddert werden und praktisch hineingefüllt werden. Aber trotzdem, ein Lehmhaus kann ganz exakt sein, kann ganz elegant sein. Es kann, also sind weiße Lehmputze, die sind schön. Der Lehmboden ist dasselbe Material wie die Wände, aber mit Wachs imprägniert. Außen die Wände sichtbar, die kalkulierte Erosion, ich komme später dazu. Die Materialqualität, das Licht in der Architektur ist ganz wichtig. Wie das Streiflicht, diese Lehmwände kriegen eine Dreidimensionalität. Das Material spürt man. Wir haben Ziegelleisten eingelegt als Erosionsbremsen, als Erosionsschutz. Und das Konglomerat, Sie sehen, es ist einfach nur Steine mit dem Lehm verkittet. Und die ganze einzige Energie ist praktisch nur das Verdichten. Es ist keine irgendwelche Zusätze drin und diese kalkulierte Erosion ist so wie der Berg. Also es ist dasselbe wie am Berg, es ist ein ständiges Erodieren, die feinen Teile werden rausgewaschen, dann haben wir so Mörtelleichen aus Kalkmörtel mit eingestampft, die bleiben dann stehen und verhindern eine tiefgreifende Erosion und es verlangsamt den Wasserfluss und dadurch die Erosion. Bei unserem Haus, da ist also praktisch 2018 oder 2008 war noch keine Erosion, dann wird es langsam erodiert und Sie sehen, die Oberfläche wird rauer, hier wird es sedimentiert, hier wird wieder erodiert, sedimentiert und es ist ein ständiger Fluss. Die kalkulierte Erosion ist viel mehr ein psychologisches Problem als ein technisches Problem. Also psychologisches Problem, weil wenn das abwäscht und da unten dann die Erde liegt, kriegt man zuerst Angst. Wir haben zu wenig Vertrauen in dieses Material. Deshalb, wir denken, es ist zu weich. Aber diese Weichheit, diese Wasserlöslichkeit des Lebens ist eigentlich seine höchste Tugend. Und es gibt auch genug Beispiele. Also man hat, also das in vielen Kulturen hat man das immer wieder verwendet. Wir haben gesprochen, in Grenoble haben sie also Ecken mit Kalkmörtel eingemörtelt. Also man hat auf intelligenter Weise handwerklich darauf reagiert und davon gelernt. Aber jetzt komme ich wieder zurück zur Erde. Diese pure Erde, das ist wirklich nur Aushubmaterial. Und diese pure Erde gibt es überall auf der Welt. Erosion gibt es überall auf der Welt. Es gibt ungefähr 40 Lehmbautechniken weltweit. In vielen Ländern ist dasselbe wieder erfunden worden, weil die Geologie ähnlich war. Und es ist also auch bei den Projekten ist so, dass man
also nicht eine spezielle Erde braucht, sondern es gibt viele Erden, die sind möglich. Unser Material ist eigentlich dieses Aushubmaterial. Also das ist so, das kommt vom Recyclingbetrieb. Wird ein Aushub, wird durchgesiebt und dieses Material verwenden wir zu tausenden Tonnen. Also es ist so, dass wir, da haben wir das Aushubmaterial A, da haben wir das Aushubmaterial B und da haben wir das Aushubmaterial C. Und je nach Qualität mischen wir das zusammen. Wir mischen das zusammen mit einer Maschine, so wie man Beton mischt. Man erstellt ein Rezept oder wie der Weinbauer seinen Wein macht. Erstellt aus verschiedenen Aushüben, wird das richtige Rezept erstellt. Das kann man mit der Maschine machen, das kann man aber ganz genauso mit der Hand machen. Und das ist das Wunderbare beim Lehmbau weltweit. Ich kann dieselbe Qualität machen, indem man das von Hand macht. Zum Beispiel kann das händisch stampfen, so wie wir das in der Basilika in Worms gemacht haben. Wir haben hier ein Projekt mit Anna Heringer zusammen, den Hochaltar zum 1000-jährigen Jubiläum vom Basilika in Worms, haben wir einen Hochaltar entworfen. Und der Kern dieses Hochaltars war, dass wir die Kirchengemeinde eingeladen haben, 4 Tage diesen Hochaltar selber zu stampfen, dann auszuschalen und so weiter. Also man kann das auch mit ganz handwerklicher Technik also erstellen. Man kann das mit Maschinen, also wir arbeiten hier mit Pressluftstampfern, also da wird die Energie der Pressluft über die Hand in den Lehm geführt oder hier auch in der Schalung, in die Schalung hineingestampft, das Material. Das kann man aber dann auch, wenn es ein größeres Projekt ist, mit Maschinen. Das Material wird mit Kran in die Schalung gefüllt. Es wird mit so Rüttelplatten verdichtet. Man kann das auch mit verschiedenen Walzen etc. also gemacht. Also wir versuchen nicht das Material zu ändern, sondern das Werkzeug weiterzuentwickeln. Das Werkzeug neu zu entwickeln. Wir haben da ganz neue Wege begangen. Also, und die Vorfertigung, das heißt, in einer Schalung produzieren wir automatisch mit dem Stampfer, wird das gestampft und dadurch wird einfach die schwere Handarbeit, die körperlich auch manchmal ungesunde Handarbeit durch Maschinen ersetzt. Das ist eigentlich die Intelligenz des Menschen. Die Werkzeuge zu entwickeln, das ist auch die Evolution, aber nicht das Material, nicht das Material zu verändern, das Material das sein zu lassen, was es ist. Es ist pure Erde, es ist Natur, Natur pur, nur getrocknet, eigentlich Ackererde. Aber das kann, also das sind jetzt zum Beispiel wie unsere Roberta, das sind jetzt 3 Stampfer, das ersetzt 10 Leute. Sicher kann man jetzt diskutieren, ja, das sind 10 Leute, aber wir müssen den Lehmbau modernisieren. Wir müssen die Werkzeuge weiterentwickeln. So habe ich ein Werkzeug ist auch die Halle, also ist auch diese Fabrik, die ich geplant und gebaut habe. Das ist eigentlich die zentrale Maschine, die wir schon an 3 verschiedenen Projekten hintransportiert haben. Das ist eine Maschine, 40 Meter werden die Blöcke erstellt und so weiter. Und die Blöcke werden dann praktisch rausgenommen, in einer längeren, in Blöcke geschnitten, so wirklich im großen Stil. Das, was wir hier machen, ist eine Manufaktur. Das ist ungefähr so, wie man vor 80 Jahren noch Auto produziert hat. Das könnte ganz moderner gemacht werden. Das könnte vollautomatisch gemacht werden. Eine 100 Meter lange Halle und wird das automatisch gestampft. Und so könnte man wirklich ganze Städte damit bauen. Wirklich Städte. Blöcke übereinander stellen. So. Und diese Blöcke haben nur eine Gleichgewichtsfeuchte von 8%. Das heißt, es braucht keine Trocknungsenergie.
Hier in Vorarlberg, in den Industriestaaten, müssen wir das mit der Maschine machen. Warum müssen wir das mit der Maschine machen? Weil das Wirtschaftssystem falsch ist. Unsere Arbeitskraft ist zu stark besteuert, die Energie ist zu wenig besteuert, die Maschinensteuer fehlt uns. Saudi-Arabien machen wir gerade auch ein großes Projekt, begleiten das. Also es wird genau gleich produziert, eine lange Schalung, und die wird statt mit der Maschine wird es von Hand gestampft. Es ist mit mehr Leuten. Also man kann auch dieselbe Qualität auch mit vielen Leuten machen, und dieses Projekt produziert genauso schnell wie die Maschine bei uns in Vorarlberg. Das ist 2015, da ist eine ganze Halle gebaut worden, um diese Lehmelemente zu machen. Hier wurde das praktisch, statt der Maschine sind hier 26 Leute. Es wird mit das Lehm reingefüllt, reingekippt, verdichtet, gestampft, ausgeschaltet. Und da haben wir mit Snoheta zum Beispiel diese Struktur gebaut, also riesige Lehmwände. Also die ganze Plaza innen ist aus Stampflehmwand erstellt, also aus Fertigteilen. Sie sehen, also hier, Sie sehen keine Fugen, aber das ist alles, also eine Riesenstruktur aus dem lokalen Aushubmaterial erstellt und verdichtet. Das Prinzip des Kreislaufs funktioniert natürlich auch in der Vorfertigung. Hier haben wir den Aushub. Es wird aufbereitet, die Schalung verdichtet, transportiert und dann die Fugen retuschiert, das Haus gebaut und es kann wieder zurück in die Erde. Je kleiner der Kreislauf ist, umso sinnvoller, umso besser ist es. Und die größte Tugend vom Lehm ist, dass er wasserlöslich ist. Weil durch die Wasserlöslichkeit kann ich die Fugen nass machen, mit demselben Material hineinklopfen und riesige Strukturen machen. Man kann wirklich das umsetzen. Jetzt komme ich nochmal zur Geschichte. Also als junger Student hat mich fasziniert dieses Buch von Contreau. Contreau ist ein französischer Baumeister, vielleicht eine oder andere kennen das. Dieses Buch wurde 1790 in viele Sprachen, ich glaube 7, 8 Sprachen wurde das damals übersetzt. 1790, das war vor der Industrialisierung, bevor wir massiv Kohle und Erdöl und Energie aus dem Boden rausgenommen haben. Contreau hat sehr genau aufgezeigt, wie man den Lehmbau modernisieren kann. Er hat geschrieben, muss ich einmal zurückgehen, Bisset. Baukunst, das ist die Stampflehmbaukunst, das ist die vollständige und fassliche Beschreibung des Verfahrens aus bloßer gestampfter Erde, ohne weitere Zutaten, Gebäude und Mauerwerk von aller Art, wohlfeil, dauerhaft, feuerfest und sicher gegen Einbruch auszuführen. Wenn dieser Satz, der elektrisiert doch. Wir haben vor 200 Jahren ist das schon da raufgeschrieben worden und wir wüssten eigentlich, wie es geht. Aber wir haben das nicht gemacht und deshalb haben wir auch die Klimakrise etc. Gut, Beispiele. Also meine eigene Werkhalle, ich will das jetzt ein bisschen nur schnell durchgehen, das ist also sehr in einem kleinen, also in einem Kontext, mitten im Dorf, am Rand eines Industriegebietes. Hier haben wir die Werkhalle, das Dorf ist rundum und wir hatten hier eine ganz massive Lärmschutzwand zu bauen. Also hier ist die Maschine und hier ist die Halle und das ist die Südwand. Also ist eine Hybridbauweise, also die Stampflehmwand ist tragend. Hier sehen Sie vor Ort gestampft, dann die Holzbalken und hier das Holzwerk. Hier ist während dem Bau, also das ist also an Ort und Stelle aufgestampft, ein paar Impressionen vom Bild. Also man kann einen Lehmbau auch riesig groß vor Ort machen. Und ob jetzt das vorgefertigt oder vor Ort,
Das ist nicht so sehr eine Frage der Technik, es ist eine Frage der Logistik, es ist eine Frage der Ressourcen und des Zeites. Also mit der Vorfertigung kann man eben schneller arbeiten. Dann die Holzkonstruktion. Wie ich gesagt habe, Anfang, Holz und Lehm sind die Baustoffe der Zukunft. Da bin ich fest überzeugt. Und man kann damit auch tragend bauen. Also der Lehmbau ist hier tragend, es liegt das ganze Dach und auch der Hallenkran oben, hier wird der Lehmbau gemacht. Oben haben wir 100 Quadratmeter Solarheizung. Die ganze Solarheizung wird über das ganze Jahr in diesem Boden unten gespeichert. Und wir haben diese Halle also mit 70% solarer Energie beheizt und kein Gas, kein Erdöl, keine fossilen Brennstoffe, sondern wirklich nur Solar. Und der Strom kommt von einem nahegelegenen kleinen Flusskraftwerk. Innen kurz. Und in dieser Halle, das ist unser Werkzeug. Da sind wir jetzt momentan so viel ausgelastet. Es gibt so viel Arbeit in die Richtung. Und es gibt viel zu wenig Fabriken, es gibt viel zu wenig Unternehmer, die ernsthaft Lehmbau im großen Stil umsetzen. Aber man könnte die Häuser so bauen, man muss den Lehm als Baustoff erkennen. Den Lehm monolithisch Blöcke machen, die Blöcke übereinander stellen, die werden nur mit Lehmmörtel werden die übereinander gesetzt. Einfach simpel, so wie ein Kind sein Haus baut. Der zweite Stock, in einem Tag hat man so ein Stockwerk gebaut, also ganze Siedlungen könnte man damit bauen. Oder außen sind die isoliert mit Schilf und dann mit Kalkputz verputzt. Und von Planungssituation ist es so, da ist der Architekturplan da und das Gebäude wird dann wie Lego, ich weiß nicht, Lego kennt man hier auch wahrscheinlich, wird das in Blöcke zerteilt, geplant, Werkpläne gemacht und so wird das in der Produktion umgesetzt und dann nummeriert und versetzt. Und dieses Material, innen spürbar, es gibt eine wunderbare Atmosphäre. Es ist in Erde zu wohnen, luxuriös zu wohnen, Lehmboden, auf dem man sitzen kann. Die Stammlehmwände sind hier innen sichtbar, spürbar. Die Struktur ist spürbar. Die Kinder greifen das gerne an. Der Übergang zwischen Fliesen und Lehm. Also da kann man einfach, und diese Fliesen sind nur mit Lehm geklebt. Also es sind keine chemischen Zusätze. Also es gibt Möglichkeiten. Also es gibt Atmosphäre. Und die Atmosphäre, Gesundheit ist auch wichtig für die Zukunft. Und da ist der Lehm wirklich der Champion. Alte Beispiele, wie man auch Holz und Lehm verbinden kann, das ist eine Druckerei, die wir schon 1999, also schon praktisch über 20 Jahren erstellt haben, auch Luftzirkulation etc. Ein anderer Leuchtturm natürlich Herzog de Meuron mit dem Ricola-Zentrum. Das war auch eine Fabrik, das war wirklich auch ein Meilenstein. Es war noch nicht tragend, es ist also eine Hybridkonstruktion mit Betonelementen. Und hier habe ich dann, also wo ich das gebaut habe, da habe ich den Wunsch gehabt, eine eigene Halle zu bauen, aber wo der Lehm auch im Gewerbebau als tragendes Element eingesetzt wird. Und es braucht diese Schritte, es braucht diese Leuchtturmprojekte, es braucht Step on Step, also dass man da weiterarbeitet. Beim Ricola-Gebäude, und das trifft für viele Projekte, was wir realisiert haben, dass alle Materialien im Umkreis von 8-10 Kilometern zu bekommen sind. Also hier ist das Ricola-Kräuterzentrum, von hier ist der Lehm, von hier haben wir das Aushubmaterial, von hier haben wir Steine und hier haben wir das produziert in einer gemieteten Halle. Und diese 5.500 Tonnen Material wurden wirklich ganz wenig transportiert.
in einer Halle produziert, 50 Meter lange Lehmwand, in Blöcke zerschnitten, getrocknet, ohne Energie, nur mit Zeit. Die haben einfach 2 Monate da in der Halle gelagert, aufgesetzt. Und wir haben, weil hier auch die machen Hustenbonbon und dadurch ist es auch also medizinzertifiziert. Das heißt, Lehm ist hier auch im Innenraum erlaubt gewesen. Deshalb haben wir die Innenfläche haben wir nur mit dem Lehmmörtel, also ganz fein überstrichen und außen eine Struktur aus 670 Elementen wird ein Block, ein Körper, ein Mantel um dieses Gebäude herum. Ein anderes Projekt ist das Alnatura-Gebäude, auch ein dreigeschossiges Bürogebäude mit gedämmten Elementen. Also in der Mitte haben sie eine Schaumglasdämmung, innen eine Wandheizung zum Kühlen und Heizen und außen eine 38 cm starke Lehmwand. Für dieses Projekt haben wir die ursprüngliche Maschine komplett aufgerüstet, also das Werkzeug verändert, verbessert, weiterentwickelt, dann diese Blöcke direkt auf der Baustelle produziert, mit einem bestimmten Hebegerät übereinander geschlichtet, bis zu 12 Meter hoch. Das ist eine Fassade. Sie sehen, also das ist eine Beton-Hybrid-Konstruktion. Die Lehmelemente sind nur immer hier gehalten und oben in der Holzkonstruktion. Also auch von der Nachhaltigkeit ein sehr innovatives Gebäude. Und es zeigt, dass man mit dem Lehm auch wirklich große Strukturen bauen könnte. Also man kann wirklich, da müssen wir mehr Input bringen, damit man das auch wirklich in die Praxis umsetzen kann. Aktuell arbeiten wir für das Forum St. Michael, das ist ein Lehmgebäude, tragend. Hier eine Herausforderung in Deutschland, eine tragende Konstruktion, zweigeschossig zum Teil. Da werden Decken drauf betoniert. Anna Hering hat das auch im Claystorming entwickelt, waren da sehr stark involviert, wie man das umsetzt. Also sehr komplexe Geometrie, aber 75 cm starke Wände, die tragend sind, isolierend sind und die Blöcke, das wird das ganze Konstruktion wird in Blöcke zerteilt, konstruiert, die Blöcke produziert und dann auf die Baustelle transportiert und in einer Woche beginnen wir mit der Montage dieser Blöcke. Das Potenzial vom Lehmbau ist noch ganz viel anders. Lärmschutzwände. Das ganze Land ist voll mit Lärmschutzwände. Wir könnten diese Lärmschutzwände einfach nur mit Lehm machen, ganz einfach. Oder auch Hybridkonstruktionen mit Lehm und Stahl. Also so, dass die Erde, dass das ging. Oder wir haben auch jetzt zum Beispiel den ersten Liftturm erstellt. Weil das, man sagt immer, ja, der Lift, der muss aus Beton sein, damit das hält. Nein, es ist auch möglich, einen Liftturm zu machen, also die Armierung zu machen. Das ist also, man kann also einen dreigeschossigen Liftturm machen, der könnte auch noch viel höher sein. Aber Sie glauben nicht, wie viel Hirnschmalz das bei den Statikern gebraucht hat. Und das Rechtliche da umzusetzen, das ist komplizierter als wie eine Kirche zu bauen. Aber auch ein Potenzial ist im Tiefbau. Ich sage immer, wir müssen den Betonverbrauch reduzieren. Beton ist ein geniales Baumaterial. Das Problem am Beton ist, dass es über 7% des CO2-Ausstoßes ist und das Material, der Stahl, was im Beton ist, ist nochmal 7%. Und es wird zu inflationär verwendet, weil es zu billig ist. Und man kann auch im Tiefbau, wir haben hier zum Beispiel Eigen-Selbstversuche, im Tiefbau 60 cm dicke Lehmwände gemacht. Da wird dann einfach mit Bitumen
zugeflemmt, so wie ein Flachdach, und dann einfach mit Erde vollgefüllt. Also es gibt ganz viel Potenzial. Oder eine Wohnsiedlung mit einer Lehmfassade zu versehen, wie das aktuell jetzt in Buchs gerade entsteht. Ist nur kurze Bilder, um einfach Lust zu machen. Also da weiter zu planen, weiter zu denken. Und eben, wie ich immer wieder betone, wenig Beton, Lehm als tragende Struktur, und das Holz hat ja eine Faser, und die Faser ist dazu geeignet, die Faser ist dazu geeignet, also Lasten aufzunehmen. Also das, und diese zwei Kriterien, Faser und Erde, als Erde kann viel tragen, dies zusammenzubringen, intelligent zu verschmelzen, können unsere nächsten Städte sein. Aber die Gestaltung nicht vergessen, Schönheit nicht vergessen. Schönheit ist ganz wichtig in der Kommunikation und in der Vermittlung, das Haptische, Gesundheit. Also auch hier jetzt im neuen Projekt haben wir diese, also teilweise der Wände, also gestaltet, strukturiert. Gut, jetzt komme ich bald zum Ende. Jetzt nur ein Beispiel noch, Studentenarbeit mit der ETH, wie man das umgesetzt hat. Zum Beispiel, da war eine Idee, ein Pavillon zu machen, ein vorgefertigtes Pavillon mit Lehmelementen. Ich habe den Studenten 14 Tage die Halle zur Verfügung gestellt. Die haben hier drin 14 Tage gewohnt, die Blöcke selbst gestampft, selbst entwickelt, dann wurden dann versetzt, der Gewölbestein versetzt, und man sieht, wie schön man das auch wieder alles schon reduzieren kann. Zeigt auch Beispiele, dass ganz neue Formen gedacht werden können. Also ich glaube, wenn wir in 15 Jahren wieder zusammenkommen, dann gibt es hunderte verschiedene Projekte, noch Projekte, wo wir gar nicht denken, dass die aus Lehm gebaut werden könnten. Forschung ist ganz wichtig. Wir haben hier bei der ETH, haben natürlich tolle Forschungseinrichtungen, haben wir versucht, diese Struktur zu machen, also ans Limit zu gehen. Roger hat es auch gezeigt beim Ofenturm, also mit dem Limit zu arbeiten, was kann der Lehm? Aber auch die Grenzen des Lehms aufzeigen und zu bewerten. Und deshalb brauchen wir Forschung, brauchen wir Entwicklung. Für was brauchen wir Forschung? Wir brauchen Forschung, dass wir Vertrauen in das Material Lehm bekommen. Wir haben zu wenig Vertrauen im Lehm. Das ist eigentlich unser Problem. Warum haben wir zu wenig Vertrauen? Weil wir zu wenig wissen, weil wir zu wenig spüren. Wir müssen wieder mehr mit dem Material spüren. Aber da passiert ganz viel. Also es kommt viel zu mir. Also viele Institute, Universitäten, Firmen sind aktuell am Forschen. Es ist heiß. Es ist heiß, so wie zum Beispiel diese Deckenkonstruktion für ein nachhaltiges Bürogebäude in Basel in Kooperation mit Herzog de Meuron und ZFE, Statikbüro. Haben wir ein Prototyp gemacht, Holz und Lehm als Decke. Wie kann das auch tragend eingesetzt werden? Feuer ist ganz wichtig, Feuersicherheit. Und um dieses Projekt umzusetzen, braucht man Maschinen. Man muss an der Maschinentechnologie arbeiten. Ich habe schon 1984 einen Wettbewerb gewonnen für Locust Housing in Afrika, wo ich das Konzept vorgestellt habe, nicht das Baumaterial transportieren, sondern die Maschine transportieren. Die Maschine, das Know-how auf die Baustelle transportieren, mit dem lokalen Material zu bauen und so weiter. Was es da braucht, ist Know-how-Transfer. Wir haben 10 Generationen gebraucht, um den Lehm zu vergessen. 10 Generationen ist das Wissen vom Lehmbau nicht weitergegangen, vom Vater zum Sohn und so weiter, sondern wir müssen das wieder neu entwickeln und
Die heutige Generation, die da ist, das sind die zukünftigen Lehrer. Also das muss ja langsam aufgebaut werden. Lehmfachkräfte gesucht. Wir haben vor 3 Jahren haben wir noch 13 Mitarbeiter gehabt. Heute haben wir 44, weil wir so viel Arbeit haben. Wir haben so viel Nachfrage. Warum? Aber wir finden die Leute nicht. Wir müssen die Leute selbst ausbilden. Auch jetzt zum Beispiel aktuell in Saudi-Arabien beraten wir ein Riesenprojekt mit 6.000 Quadratmeter Stampflehmwänden. Und es sind also eigene Mitarbeiter, die wir halt geschult haben, die sind dort mit voller Begeisterung und dirigieren da 150 Leute vor Ort und bringen so das Know-how und es spricht sich herum. Es gibt neue Projekte. Ohne dieses Projekt davor wäre das eigentlich schwer möglich gewesen. Ich sage, die Zukunft ist nicht die Maschine nur, sondern die Zukunft sind eigentlich die Personen, sind die Fachkräfte, die Leute. Und für das brauchen wir Ausbildung, für das brauchen wir Begeisterung, für das brauchen wir die jungen Leute, die in diesem Gebiet arbeiten wollen und können, die Hände dreckig machen und so das Material lernen. Und Publikationen möchte ich noch kurz erwähnen, das ist mir auch wichtig. Über die Publikation kann man auch Wissen vermitteln, etc. Auch Lust machen und so weiter. Und wir wissen auch, dass wir in der Architektur arbeiten müssen. Also das ist ein Research by Design. Die Vorarlberger Landesregierung hat uns 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, dass wir Workshops machen mit Architekten. Wir haben Architekturbüros eingeladen, sie gelernt, was man damit machen können. Die haben Prototypen entwickelt, bezahlt von der Landesregierung. Und wir sind daran, einen Bauteilkatalog zu erstellen, dass das Planen mit dem Lehm einfacher ist. Und deshalb meine letzte 2 Folien mit Holz und Lehm bauen, weniger Beton, wirklich radikal umdenken. Wir müssen also einfach wirklich alles unser Wissen denken und da also forcieren, in allen Kanälen von der Politik angefangen bis zur Industrie, bis zu den Universitäten, weil nur gemeinsam können wir schaffen, dass wir nicht wieder 10 Generationen brauchen, bis wir den Lehmbau entwickeln, sondern wir haben nur eine halbe Generation Zeit, um den Lehmbau wirklich substanziell weiterzubringen. Denn 1/3 der Menschheit lebt heute in Lehmhäusern und in Wirklichkeit sollten eigentlich 50% der Häuser, also der Leute in Zukunft, naher Zukunft in Lehmhäusern zu bauen. Dass das Wünsche sind, zeigt auch dieses Plakat. Basler Kantonalbank in Basel, eine Plakatsäule, da steht, und wie sieht Ihr Wohntraum aus? Fragt man diese Frau. Und sie sagt, mit meiner Familie in einem Lehmhaus leben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Vor 15 oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ist eine Delegation von Bankfachleuten zu mir nach Vorarlberg gekommen, um festzustellen oder um zu evaluieren, ob ein Lehmhaus hypothekenfreundlich ist oder hypothekentauglich ist. Das hat sich geändert. Also die Wünsche sind da. Die Wünsche nach gesundem Wohnhaus, die Wünsche nach ökologisch sinnvollem Haus, das gut ist für Mensch und Umwelt. Und zurück, also als Letztes, was ich sagen will, zurück zum Lehmbau ist für mich nicht zurück anachronistisch in die Vergangenheit, zurück zur alten Bauweise, sondern zurück zur Vernunft. Danke vielmals.